Die Fertigungszeichnung zum Esstisch mit Schublade habe ich hier bereits vorbereitet. Das heißt, ich habe die Schnitte ABC angelegt, habe daraus wieder Teilschnitte erzeugt und mit Hilfe des DIN-Kits habe ich die entsprechenden Beschriftungen gemacht. Wie man die gestrichelten Linien hier diengerecht einfügt, haben wir mehrfach behandelt. Oder auch, wie wir hier Schnittkanten bzw. Körperkanten, so ist richtig, Körperkanten, die oberhalb des Schnittverlaufes verlaufen, in Strich-Zweipunktlinie automatisch generieren, haben wir auch ausführlich im Buch behandelt. Was ich jetzt hier zeigen möchte, ist eine weitere Form der Visualisierung. Wir haben ja hier diesen Esstisch sehr realistisch gezeichnet. Das heißt, wenn wir jetzt mal hier unten drunter gucken, könnte man zum Beispiel als Zusatzinformation jetzt hier einen Screenshot machen von dieser Ecke. Das geht ja über ein Sniping-Tool ganz einfach. Also je nachdem, was da auf Ihrem Rechner installiert ist, klicken Sie einfach nur auf das Windows-Zeichen unten links in der Ecke und geben Sniping ein, wenn Sie das nicht schon in der Taskleiste haben. Und jetzt klickt man hier einfach auf Neu und zieht jetzt hier zum Beispiel einfach mal so ein Fenster auf. Und schon habe ich das als Bild festgelegt und ein Kunde oder wer auch immer kann sich das direkt wesentlich besser vorstellen, wie so eine Zarge zum Beispiel von unten drunter aussieht. Das kann ich jetzt einfach mit STRG C in Zwischenspeicher nehmen und könnte jetzt hier zurück auf die Layout-Ebene gehen, da einfach mal reinklicken und mit STRG V einfach wieder einsetzen. Ob das jetzt in so einer Fertigungszeichnung gut ist, glaube ich eher nicht. Weil das eigentlich nicht nötig ist, aber als Zusatzinformation ja, kann das so bei dem einen oder anderen Möbel, glaube ich, ganz gut sein. Was ich aber auch zeigen möchte, ist, dass wir hier weitere Möglichkeiten haben, etwas besser zu visualisieren oder auch besser zu erklären, wenn es ein kompliziertes Möbel ist. Das ist natürlich hier bei dem Tisch jetzt nicht unbedingt zugegeben, aber ich zeige es trotzdem. Und zwar gibt es hier oben diese T-Kanne und das ist die sogenannte Schnittbox. Sollte die Schnittbox nicht vorhanden sein, dann klicken Sie hier oben rechts rein und hier unten bei Schnittbox muss ein Haken sein und dann erscheint hier oben auch die Schnittbox. Das funktioniert so, dass ich mit der Schnittbox in ein Objekt, ob das ein ganzes Haus ist, ob das hier ein Möbel ist oder hier dieser Tisch oder ein Raum, vollkommen egal. Wenn nichts aktiv ist, nimmt er alles, was auf dem Bildschirm ist. Und jetzt kommt hier so eine Box drumherum und die kann ich aktivieren. Hier unten drunter wird noch dargestellt, ich könnte die Box jetzt auch drehen, sodass ich schräg reinschneiden kann. Aber so ist das schon ganz gut. Und jetzt klicke ich hier auf eine Fläche. Und jetzt kann ich am besten mit der gedrückten F-Taste das ganze Möbel hier sozusagen einmal durchschneiden. Das geht auch von mehreren Flächen aus, also das kann ich auch jetzt hier von vorne machen. Da muss man natürlich immer die F-Taste ein bisschen gedrückt halten hier. Also ich kann das hier so auseinanderschneiden. Und wenn ich jetzt hier einmal nochmal schließe und wieder öffne, das geht natürlich auch von hier oben. Also ich kann hier den ganzen Aufbau, wie gesagt, immer mal die F-Taste drücken, kann ich mir ganz genau angucken. So wird ein Möbel einfach transparenter und ich kann mir das ganz genau ansehen, wie ist das denn eigentlich gemeint, auch wenn so ein Möbel von jemand anders gebaut worden ist. Hier sehe ich gerade noch, muss ich noch die Maserung ändern vom Schubkastenboden. Das fällt dann auch an dieser Stelle auf. Und des Weiteren, also ich kann das von allen Seiten schneiden. Und was ich aber auch machen kann, ich kann direkt einen Schnitt daraus erzeugen. Und das funktioniert folgendermaßen. Ich klicke also wieder auf die Schnittbox, aktiviere die Box hier drumherum, klicke wieder hier rein, halte die F-Taste gedrückt und suche mir jetzt eine Stelle aus, die ich gerne geschnitten haben möchte. Ich gehe da mal ein bisschen näher ran. Und jetzt kann ich mit der rechten Maustaste auf diese rote Fläche gehen und sage hier Schnitt anlegen. Und jetzt kommt genau das gleiche Auswahlmenü, wie wenn ich einen echten Schnitt anlege. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel sagen, den Maßstab 1 zu 1 brauche ich hier nicht. Also es sollte ja auf mein Blatt nachher passen. Ich nehme es mal 1 zu 10. Und was ich aber machen muss, ich muss hier in die Einstellungen gehen. Und hier gibt es Attribute und hier muss ich den Haken setzen.
Und zwar ist es im Moment so, dass die Attribute, also diese rote Fläche, die wird im Moment bestimmt von der Attributklasse Schnitt. Und hier steht alle Schnittflächen zusammenfügen. Das will man eigentlich in dem Schnitt nicht so haben, sondern ich würde das gerne von den Originalattributen haben, die wir ja zugewiesen haben. Also sprich Hirnholz und Langholz und so weiter. Und dann sagen wir okay und nochmal okay. Und jetzt wird der Schnitt hergestellt. Da ist er. Den schiebe ich mal einfach hier an die Seite. So sieht es noch unspektakulär aus. Also das ist jetzt hier ein ganz normaler Schnitt. Den könnte ich auch so verwenden. Den kann ich jetzt begrenzen. Da kann ich jetzt wieder alles Mögliche mitmachen. Was aber hiermit auch geht, ist rechte Maustaste drauf. Und jetzt kann ich Modell im Schnitt bearbeiten. Das heißt, ich kann den jetzt hier drehen. Und ich kann den jetzt zum Beispiel auch farbig darstellen. So. Und jetzt zum Beispiel auch davon einen Screenshot machen. Also ich gehe jetzt hier wieder in mein Sniping Tool. Hier habe ich noch den Screenshot von vorhin und solange ich den nicht speichere, bleibt er auch dort erhalten. Und jetzt ziehe ich hier einfach ein großes Rechteck drüber. Steuerung C. Ich klicke zurück hier auf mein Layout und kann jetzt hier zum Beispiel das einfügen als Bild. Und jetzt hätte ich hier so eine Zusatzinformation. Ja, also das könnten jetzt ja ganz unterschiedliche Dinge sein. Und ich sehe hier wirklich in diese Konstruktion rein. Genauso könnte ich mir auch vorstellen, dass man von oben drauf nochmal sieht, wo sitzen denn die ganzen Nutklötze? Zumindest wie viel Stück sind es und so weiter. Also das sind so Möglichkeiten, um die Visualisierung bzw. die Erklärung von einem Stück nochmal ein kleines bisschen besser zu machen. Eine weitere Möglichkeit der Visualisierung ist die Möglichkeit, hier ein 3D-PDF herzustellen. Das ist eine Möglichkeit, die Zeichnung an jemanden weiterzugeben, der eben nicht Vectorworks Interior Cut hat, sondern wie auf, ich sag mal, zu fast 100% auf jedem Rechner bestehende Acrobat Reader auf den zurückgreift. Und das geht ganz einfach. Einfach auf Datei, Export und dann gibt es hier oben Export 3D-PDF. Da klickt man drauf. Jetzt kann man noch die Detaillierung hier eingeben. Ich sage einfach okay und sage hier, ich speichere das Ganze ab. Da gibt es das schon mal. Das geht relativ schnell. Und jetzt sucht man die Datei. Da ist sie. Ich öffne sie. Und hier wird der Tisch sofort in 3D abgebildet. Als allererstes sollte man hier oben das Drehen auf horizontal verstellen, weil jetzt kann man das sehr schön hier in jede Richtung verändern und ich kann mir durch das ganz normale Ranzoomen die Sachen also näher angucken. Ich habe hier die Möglichkeit, verschiedene Optiken zu erstellen, also praktisch verschiedene Renderings, wenn man so will. Das kann auf Illustration sein, also hier so wie wir nur sichtbare Kanten zum Beispiel oder so ein kleines bisschen gefüllte Konturen nennt sich das, so ein bisschen wie das OpenGL mit diesen Kanten. Was hier sehr schön ist, das normalerweise am Anfang geschlossen ist, das ist die Klassenstruktur, die hier komplett abgebildet wird. Und hier kann man zum Beispiel einfach so eine Klasse ausschalten und dann kann ich dann noch besser mit umgehen und nochmal reingucken. Und das ist natürlich eine ganz prima Sache. Also zum Beispiel an detailverliebte Architekten so eine Zeichnung zu schicken, der ein bisschen computeraffin sein muss natürlich. Hier werden viele Sachen einfach visuell dargestellt, die ich mit einer normalen Fertigungszeichnung gar nicht so im Detail erfassen kann. Was hier auch sehr schön ist, es gibt hier eine ähnliche Funktion wie die Schnittbox. Das kann man hier vorne öffnen und zwar kann man hier sagen, Querschnitt. Eigenschaften erstmal so ein Fenster öffnen und jetzt kann ich mir hier einen Querschnitt anzeigen lassen und zum Beispiel hier in der Höhe das Ganze wie in einer Schnittbox verändern zu lassen. Ja? Oder ich gehe hier in die X-Achse
und kann das genauso hier rein und rausschieben und kann mir die Sachen so angucken. Das kann sogar geneigt werden, das kann jetzt hier gedreht werden. Also damit kann man eine ganze Menge Sachen machen. Prima. Das ist so eine weitere Möglichkeit hier, die ich Ihnen zeigen wollte. Und ich bin mit diesem Esstisch soweit durch. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg mit Vectorworks InteriorCAD und ich wünsche Ihnen alles Gute.